So, ihr Lieben, kommt doch mal eben vor. Wir haben nämlich noch eine kleine Übergabe heute an euch. Wir haben da noch was vorbereitet. Kommt einfach mal bei. Ist nicht schlimm, es tut nicht weh, ihr müsst auch nichts sagen. Das reicht, wenn ich aufgeregt bin. Ihr wisst noch gar nicht, was kommt. Das ist schön, diese Überraschungsmomente. Ihr Lieben, ihr unterstützt uns immer so hervorragend. Wir können eure Räume nutzen, nicht nur für unsere Abendfestball und Besprechungen, sondern auch hier für diese Ausstellung. Das ist grandios. Wir bekommen immer Getränke und können hier einfallen. Das ist eine wirklich wunderbare Unterstützung. Und deswegen bekommt ihr heute den Haussegen. Urkunde allenthalben bekannt als Zick-Orangerie. Sei geliebt, gepriesen und hochgeachtet, ob ihrer aufopferungsvollen, fürsorglichen und heiligmäßigen Arbeit an, für und mit der queeren Gemeinde in Berlin. Der Rob soll für heute und für alle Tage und Nächte, die da kommen mögen, der Segen der großen Wirtin, der Engel des Lichts und der Liebe und aller guten Geister scheinen über diesen Räumen und allen Menschen, die in ihnen wohnen. Dieser Segen sei Schutzschild und Beistand gegen allen Unbill und alle Betrübnis, die da dreuen mögen. So möge dies ein seliger Ort der guten Werke, der Zusammenkunft, der Kommunikation und also der universellen Freude sein. So werde diese von unserer geliebten Institution und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vollkommener Ablass, unendliche Losgelöstheit und immer da währende Glückseligkeit zuteil. Durch dieses glückliche Dokument, Halleluja, die große Göttin sei gepriesen, gesegnet seien diese Räume. Halleluja, Hosiana, Amen, Amen, Atrans, whatever. Kurz dazwischen, ungeplant, und zwar im August 1999 in der Anwesenheit von der damaligen Erzäbtissin Mutter Johanna und auch mir. Und der Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer war seinerzeit hier das Haus eingeweiht worden und wir haben es damals schon gesegnet. So. Wir haben jetzt einfach mal den Segen erneuert. So, meine Hasen. Kommen wir mal zu ein bisschen Unterhaltung. Ich habe ein Lied mitgebracht, was so ein bisschen die Schwestern beschreibt, die ja so schön schillernd, bunt und glitzernd aussehen, aber niemand so richtig hinter die Maske gucken kann. Ich würde sagen, verziehen Farbe. Thank you.
1996. Es war damals eine Premiere
Und auch wenn ich ein bisschen außer Atem bin, es war mir eine Freude, es war sehr indulgent, das mit euch heute nochmal zu machen. Dankeschön. Schwester Gabriele. Ich bin insofern auch ganz aus dem Häuschen, dass ich heute einen ganz, ganz seltenen Gast, oder dass wir heute Abend einen ganz, ganz seltenen Gast hier bei uns haben. Das ist Schwester Vulcana. Willkommen. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist und dass du dich in Habit geschmissen hast. Das ist echt der Wahnsinn. Ganz besonders begrüßen möchte ich auch Mutter Jenny Fair, genau, Schwester Dora, Novizin Alma und Gattis Lutz von den Freien Schwestern der perpetuellen Indulgenz. Willkommen zur Ausstellung. Danke, dass ihr hier seid.